Servus und willkommen zu einer neuen Folge von meinem Singleplayer-Projekt. Jo, was wollen wir denn heute tun? Ich hätte mal gesagt, wir fangen mal an, endlich mein Haus hier etwas auszubauen. Ja. Dass wir endlich mal hier ein wenig weiterkommen, weil es ist ja nicht schöner Wohnen, sondern ein schöner Berg. So, und dann hätte ich mal gesagt, ja, jetzt würde euch freuen, ganz toll, jetzt muss er den Hügel abtragen. Ja, muss er, aber das muss er nicht lange, weil wir sind hier Technik. Es gibt ja da nette Geräte, wo das auch können. Nur ich muss von davon ein wenig was abtragen, weil ich habe keine Ahnung mehr. Ja, das ist das Problem, wenn man auf 1000 Servern ist. Ja, den großen Server und den Zock-Server und den was der Kuckuck-Server. Ja, und genau, und das ist das Problem, dass ich mittlerweile nicht mehr weiß, welche Versionen hier drauf sind. Also müssen wir mal gucken, welche Buildcraft-Version drauf ist. Ja, und wenn die vorherige Version drauf ist, dann arbeitet der Filler noch etwas anders. Oh, ich habe das komplett unterhöhlt. Auch nicht schlecht. Okay. Da müssten wir auf jeden Fall wegen Holz drunter. Und jetzt legen wir uns hin und machen eine Runde nach. Oh, schon vorbei. Das ging aber schnell. So, was will ich auf jeden Fall tun? Ich will heute noch ein wenig rumreisen. Ich möchte heute Tannenstamm, der Tannenstamm, genau. Den Tannenstamm, den machen wir zum Holz dann dran. Ne, zur Holzkohle. Ja. Ich glaube, das ist Tropenholz. Ja, es ist Tropenholz. Er hat es noch gewusst. Ja, ich bin von mir selbst erstaunt. So. Da kommt hier auch noch was hin. Normales Holz. Ja, einige haben ja mal geschrieben, ich soll doch Birkenholz verwenden. Werden wir irgendwann tun, nur zur Zeit, wäre es noch ein wenig unsinnig. So, wie mache ich denn das hier? Ich nehme am besten Holz. Haha, am besten das, wo ich gerade verbraten habe, oder? Klasse. Okay, ich habe noch ein wenig was, Gott sei Dank. So. Let's fail. So, dann brauche ich mal einen Lockturner, wenn ich wieder weiß, wo ich ihn hin habe. Da ist er. Oh. So. Machen wir so. Ja, da von diesen Dingen hier wollen wir auch noch die Texturen ändern. Zwar so, dass die sich miteinander verbinden, dass das dann komplett Holz ist. Aber das wird noch alles etwas dauern. So, was haben wir denn hier alles? So, wollen wir den Lockturner gleich wieder auf? Oder den Stammdreher? So, dann ziehen wir mal schnell das Dach hin. Wir möchten ja nicht, dass da böse Vieh reinhüpfen. Oder ich möchte nicht, dass hier böse Viecher reinhüpfen. Ich schätze mal, einige von euch hätten bestimmt nichts dagegen, dass hier paar Hulli-Hup machen und mich von hinten ausnatzen. So, habe ich hier irgendwas noch? Ja, okay. Ich habe mich gerade gefragt, ob ich noch genügend Materialien habe. Ja, habe ich. Okay, dann hätte ich gesagt, dann machen wir uns eine schöne Axt. Okay. Okay. Dann hätte ich gesagt, kommt hier eine Fackel hin und hier eine Fackel hin.
Dann. Wir brauchen was zum Essen. Ja. Dann essen wir mal einen Apfel. So. Der Apfelbaum ist auch noch nicht gewachsen. Aber wir können schon mal darüber gehen. Und das ganze Zuckerrohr abbauen. Denn das siedle ich jetzt um zu mir rüber. Ja, ist viel effektiver, wenn es bei mir ist, als wenn ich jedes Mal einen halben Kilometer laufen darf. Und vor allem, ich kann gleich ein wenig mehr anpflanzen. Und vor allem, ich kann auch ein wenig versuchen, ob da auch mein Trick funktioniert. Wenn da Fackeln dran sind, ob die dann auch gewollt sind, in der Nacht zu wachsen. Test mal einfach mal. Habe ich noch Kohle? Nein, aber es müsste welches durchlaufen. Oh, doch so viel. Ja, ich liebe das beim neuen Ney. 32, also haben wir 3 Stück. Dann nehmen wir uns noch ein paar Stückelis. Schauen, ja. Ich habe hier noch welche drin. Gott. Es ist zwar nicht hübsch, aber es dient seinem Zweck. Hoffe ich. Wie gesagt, wenn ich daheim bin, wird es sowieso nicht lange Nacht sein. Wahnsinn, wie schnell das die Sonne hier wegzieht. Oh, boah, ist der groß. Ey, der hat gedopt. Eindeutig unser neuer Lance Armstrong-Baum. Ah, und vor allem hat nichts. Toll. Okay. Dann nieten wir dich weg. Wiedersehen. Hast du nicht mal einen Setzling? Hallo? Oh, da ist er. Einen ganzen Setzling. Wahnsinn. Muss aufpassen, dass ich nicht zu viele davon kriege auf einmal. Ah, und da ist das Allheilmittel. So, genau, ja, genau, was wollte ich denn tun? Ich wollte eigentlich einen Filler basteln. Nur da brauchen wir... Gold, also Gold habe ich genügend, das ist kein Thema. Nur die Frage ist, ist es sinnvoller? Ja, es ist sinnvoller, wir machen es einfach. Also ich baue... Dann fangen wir mal an. Und vor allem, ja, ich habe ja kein Papier da. Das ist jetzt nicht so schön. Zuckerrohr. Also wir legen dich auf jeden Fall mal hier rein. Und zwar nach einem ganz einfachen Prinzip. Auch die Dias kommen rein. Die Dias kommen da schon mal dahin. Ah, Wahnsinn, ich habe heute... ganze Zeit einen Frosch im Hals. So, also wir brauchen dann Redstone. Dann brauchen wir Lapis. Oder Lapis, nicht Lapis. So, Glowstone haben wir ja noch keinen. Dann haben wir hier nochmal Zinn und Kupfer. Dahin. Hm. Natürlich wunderbar, toll, hervorragend. Okay. Aber er hat's gemacht. Ja, es gibt einen Trick. Wie man sieht.
dass ich da ganz schnell was anderes draus kriege. Okay, dann brauchen wir noch, also wir haben jetzt das, wir haben das, dann tun wir das mal darüber. Dann kommt die Saphir. Ja, wenn man nur einen Slot frei hat, kommt da nicht viel. Der Green Saphir und der Ruby. Also Rubin. Rein. Moment, ich trinke mal schnell einen Schluck. Ja. Vielleicht ist es der Frosch etwas beruhigter. So, was brauchen wir denn noch? Ach genau. Was machen wir? Wir machen jetzt mehrere Mods gleichzeitig. Und zwar, ich habe zwar wegen Holz noch übrig, aber ich brauche hiervon 3 Stück. Dann haben wir 18. Davon brauche ich jetzt nämlich insgesamt auch 3 Stück. Tja, und so holt man sich die Bretter wieder zurück. Okay, dann haben wir 3 Tables. Dann brauchen wir Glas. Haben wir noch Glas? Ja, wir haben noch 3 Glas. Das ist super. Dann nehmen wir da draus eine Flasche. Dann brauchen wir eine Flasche, einen Tintenbeutel und eine Feder. Und wir haben ein Scripting-Tool. So, Goldnugget haben wir keins. Aber das mache ich mir jetzt schnell so. Da wäre es Verschwendung, Kohle zu verwenden. Ja, wir haben noch ein paar Setzlinge übrig. Dann schmeißen wir schnell die rein. Ja, und nehmen vorher noch die Kohle raus. Wäre sinnvoll. Okay, dann hätte ich gesagt, den Sand tun wir hier rein, Sandstein tun wir dahinter erstmal. Dann haben wir Fäden. Und die Sonne ist untergegangen und wir legen uns schnell hin. Langschläfe, hä? So, wir haben einen Goldbarren. Dieser Goldbarren wird zu 9 Goldnuggets. Dann brauchen wir den hier. Und wovon haben wir am meisten? Wir haben sehr viele Erdshards. Dann hätte ich gesagt, nehmen wir ein. Jetzt werde ich bestimmt wieder, wie immer, verkehrt rum. Und wir haben unseren Zauberstab. Schauen wir mal, ob wir Glück haben. Und nein, wir haben kein Glück. Okay, das heißt, wir müssen auf jeden Fall mal in Welten rumturnen, wo es Fizz gibt, weil hier lädt er sich nicht auf. Das Problem hat, soweit ich mitgekriegt habe, auch Sebi. Es ist doch wunderschön. Tja, das ist natürlich klasse. Der erste Server ohne Fizz. Also ich meine, das ist nicht das Steuermittel, sondern das Zeug, wo man zaubern kann. Weil er muss sich laden und ohne laden geht nichts. Okay, toll. Und schon wieder voll. Dann nehmen wir mal unseren Rucksack. Dafür haben wir ihn ja. Okay, dann schauen wir mal, ob wir die Möglichkeit besitzen, in einen von unseren Welten unseren Zauberstab aufzuladen. Weil ich möchte jetzt hier nicht eine Stunde lang rumrennen. Aber es ist doch klasse, dass hier keine Möglichkeit besteht. So, dann hätte ich gesagt, gehen wir mal in die Holzwelt. Und? Hallo? Auch in der Holzwelt kann ich auf Holz klopfen. Da ist auch nichts. Klasse. Boden versunken. So. Da, wo der Dungeon ist, ist auch nichts.
Ich nehme alles zurück, da ist sehr viel. Aber das will ich nicht. Geh mal weg. Tja, und langsam, na, klasse. Gehen sie weg. Aua! Hör auf! Das ist gemein! Das ist richtig gemein. Also, entweder bin ich Gaga. Also hier ist definitiv ein Baum. Aber der Zauberstab lädt sich nicht auf. Was soll denn der Mist? Ja, klasse. Dann schauen wir mal. Okay. Den Tisch, das Holz, das Holz, das Holz, das Holz, das Holz, das Holz. Und der Bogen. Ich mache einen super Zauberbogen und benutze ihn nicht. Ich bin auch der Held. So. Fällst du heute noch rum? Ich bin es gewohnt, dass ihr mit einem Schuss umfallt. Meine 1000 braucht. So. Schön den nächsten abgeschossen. Ja, schön. Schön vorbeigeschossen. Nicht krummeln. Du kannst auf mich sauer sein, wie du willst. Du kommst sowieso nicht her. Hier regnet es die ganze Zeit. Ja, jetzt hätte ich gern meine Soul Shards dabei. Naja, das ist schön, wenn die am weitesten weg sind. Also wir brauchen ganz schnell Stärke. So, und dann tun wir mal das ganze Quecksilber aufsammeln. Na, na, na. Wir wollen doch nicht. Nee, nee, nee. Schön, das könnt ihr schön vergessen, mich heimzusuchen. So, auf jeden Fall ist es lustig. Jetzt ist es zwei gleichzeitig passiert. Ich hoffe natürlich nicht, dass der Server eine Macke hat in der Hinsicht, weil dann wird es natürlich super lustig. So, dann bauen wir mal den Baum da ab. Und ja, wir haben natürlich Glück. Und wir haben keinen Setzling rausbekommen. Oder doch? Nö, normalen. Ist blind? Ah, okay. Ist wirklich blind. So, dann gehen wir mal zurück, hätte ich gesagt, weil hier verbleiben bringt nichts. Also. Das wäre nicht sinnvoll. Guten Tag. Und da draußen ist auch noch nichts gewachsen. Wie gesagt, Silverwood haben wir, aber wir haben das Problem, dass wir keine Energie für unseren Zauberstab kriegen. Wedel, wedel. Gehst du? Hallo? Tja. Warum gibt es hier keine Sphären, die wir unseren Zauberstab aufladen? Das ist aber überhaupt nicht schön. Vor allem, wie gesagt, ich sehe hier die Bäume. Also, okay. Jetzt müssen wir doch ein wenig rumlaufen. Weil, ja. Nehmen wir mal schnell unseren Rucksack. Das müssen wir mal schnell testen. Aber, soweit ich das weiß, braucht ihr eine Ladung. Oh! Ist das ein Anzeigebug?
das war natürlich der... der Oberburner. Okay, wir haben auf jeden Fall unseren Arcane Worktable. Okay. Ja. Dann tragen wir den mal zurück und stellen den schön bei uns auf. Also, wie gesagt, normalerweise, also dieses Ding ist unten leer. Aber vielleicht braucht er auch so wenig, dass es auch so funktioniert. Okay, dann stellen wir natürlich vors Fenster den anderen schönen Tisch. Da drauf dann das Scripting Tool. Und wir bauen den nochmal ab. Ich möchte, dass sich der umdreht, bitte. Okay. Und klick. Ja, schön. Und wir haben unseren Zaubertisch, unseren großen. Tja, jetzt bräuchten wir aber drei Bücher. Hm. Nicht beschriebene Bücher, sondern... Da steht ja schon was drin. Müssen wir mal gucken. Ja. Okay. Also das heißt, wir bräuchten drei Bücher, um ein... Um uns das Summonomicon zu machen. So, dann hätte ich gesagt, ja, was machen wir denn jetzt? Ich wollte etwas Technik machen und bin total vom Konzept weg. So, das ist natürlich nicht Sinn und Zweck. So, schauen wir uns mal den da an. Okay. Alle Mods an. Danke. Ja, ihr habt mir gesagt in den Kommentaren, ich soll ein wenig mit Thermal Expansion rum arbeiten. Das Problem ist nur, ich kenne mich mit Thermal Expansion überhaupt nicht aus. Das ist mein großes Pech. So. Also werde ich mich auf jeden Fall drum bemühen. Das ist kein Ding. Wie gesagt, wir brauchen... Das Schlimme ist, wir brauchen Papier, Papier, Papier. Wir brauchen für Thermal... wir brauchen Thermal Expansion. Wir brauchen für Soundcraft Papier. Wir brauchen für Mistcraft Papier. Wir brauchen für Red Power Papier. Wir brauchen, ja, Wahnsinn Papier. Das ist ja... Ich könnte eine Papierfabrik aufmachen. So. Wäre natürlich cool, wenn es sowas geben würde. Also das heißt, mit Wasser und Holz Papier herzustellen. Müssten wir mal den in Modern schreiben. Vielleicht geht es ja sogar. Und ich habe es noch nicht mitgekriegt. Okay, wir haben hier dreimal Papier. Schauen wir mal rein. Nein, ich möchte nicht wissen, was ich aus Papier machen kann, sondern wie ich Papier machen kann. Also aus Wood Chips. Ja, okay, das ist klar. Und aus Zuckerrohr. Mit Briefen. Und mit großen Briefen. Alles klar. Alles wirklich klar. Okay, dann benutzen wir doch mal richtig diese Project Table. Wir legen hier. Genau. So nicht. Wir nehmen die Indigo Flower. Die Indigo Flower legen wir rein. Dazu das Papier. Und haben hier zwei Blank Plants. Diese Blank Plants lege ich jetzt hier rein. Oder den Blank Plant. So, jetzt ist nur die Frage. Habe ich schon? Ja, ich habe schon etwas Kautschuk. Ja, dann braten wir doch mal alle. Ne, wir braten nur 6 durch. Erstmal. Oh. Bin ja begeistert, es wächst das Zeug da draußen. Also wir bräuchten so schnell wie möglich eine Accelerated Welt. Weil,
Ist ja schon der Wahnsinn. Ich bin gespannt, ob das jetzt funktioniert. Ja, funktioniert. Cool. Gut. Das ganze Zeug weg, was wir nochmal brauchen. So. Aber das geht ja weg wie nochmal was. Also da könnte es sein, dass wir noch mal was brauchen. Dann nehmen wir uns noch ein paar raus. Jetzt haben wir 4. Und jetzt haben wir 5. Okay. Dann brauche ich Kupfer. Und zwar, 3-mal. Bitteschön. Wie viel Kupfer haben wir überhaupt mehr? Ja, wir haben Kupfer en masse. Also, das wird uns so schnell nicht ausgehen. Also, Erde geht uns das Feuer aus. Aber wir haben ja hier 60 Tannensetzlinge. Also, wenn ich die jemals verbrauchen soll, sollte, das heißt mit Bäumen anpflanzen und so, dann kann ich einen Urwald aufmachen. So, dann klatschen wir mal hier. Ah, ich habe noch irgendwas drin gehabt. Ah, dann machen wir gleich 2-mal. Okay. Ah, ich vergesse gerade wieder, dass ich Maustweaks drauf habe. Auch toll. Okay, Kupferkabel. Ah, ich hätte das andere Rezept auch einspeichern können. Ja, das ist das, wenn man zu viel Vize-Biss spielt. Okay, dann machen wir ein Kabel. Das Zinn. Und Redstone. Und machen uns hier... Drücken einmal auf den Knopf und wir haben einen RE-Batterieplan.